Ja, Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Wir haben inshallah in wenigen Wochen ein Seminar zum Thema Umgang zwischen oder unter den Geschlechtern. Es geht hier auch um dieses leidige Thema Mukhalata, Ikhtilat, also wie Männer und Frauen zusammenkommen, unter welchen Bedingungen. Denn wir wissen ja, es gibt manche hier, die es für unislamisch betrachten, wenn Männer und Frauen sich in einem Raum befinden, wenn sie zusammenarbeiten, wenn sie in einem Verein zusammenarbeiten, wenn sie bestimmte Aktivitäten gemeinsam tun. Und wir wollen in diesem Seminar zeigen, inshallah, wie das zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war und wie die Muslime dort zusammengearbeitet haben, die Belege dafür, die wir werden sie dann auch diskutieren und werden auch sehen, welche Konsequenzen man da ziehen kann für diese Zusammenarbeit zwischen muslimischen Männern und muslimischen Frauen, inshallah auch im Dienste des Islam. Wir werden uns freuen, insbesondere der Verein Streben nach Wissen wird sich freuen, wenn viele sich daran beteiligen, inshallah. Bis später. Assalamu alaikum.